Meine Freunde und Zuseher, heute zeige ich euch meinen Bausatz. Bausatz nervt mich 1.0. Für diejenigen, die es mögen, für die mich natürlich. Wann er funktioniert, kann es darauf haben. Vierten, natürlich für meinen Boss. Dass er nicht weiß, was das Gepiepse ist. Das weiß ich, was es ist. Und Johann, am Montag habe ich für dich eine Überraschung, ein neues Geschenk für dich. Was selbstgebautes von mir, von den Bastelprofis. Wie ein Bastelprofi, Johann. Und du bist ein bester Freund von mir. Und jetzt zeig dir was am Montag. Ich gehe auf normal. Jetzt könnt ihr sehen. Hinter mir sind die. Ist das eine gute Kulisse, meine Freunde? Oh, der Wind weht. Bausatz nervt mich. Das gehört für diejenigen, die mich mögen, gell? Das. Was steht da noch? Siehst du es da? Okay, 3, Stück 3, Bauteil, R2 und R1. Löcher. Okay, R1. Okay, der Widerstand R1 ist natürlich der R1 ist dann. Das ist er 470 Kiloohm. Die anderen drei sind eher die. Den man wo ist R1 und R2 und R4 ist er ist das auch richtig funktioniert und das ist sehr einfach, wie für Anfänger geeignet. Das ist ein Nervbausatz, das ist zum Verarschen gedacht. Oder zum Trollen von anderen.
Ist ein witziger Bausatz. Aber das ist kein nerviger Bausatz, ein leibender. Macht komische Töne versteckt. Ja. Right, okay. Ich hab's mal. R3 ist nicht. R3. Da habe ich schon mal einen Fehler gemacht. Was steht hier? R2. Und Wolfgang? Ja. Okay, diesmal habe ich es richtig gemacht. R3 wird für den 74 Ohm Widerstand. Jetzt durch mal das da hier. Und nachher ist er fertig, die. Einfach, es gibt einen Bausatz mit Knopfzelle. Und es extrem einfach zu bauen. Schafft auch Johann, wann er so meint. Dann schafft das. Die noch heiße Dinge. Ja, mal diese Dinge abzwicken. Okay, R3. R3, R1. Vor kurzem steht. Okay, das sind alle 1 Kilo Ohm Widerstände, weil da 3 Volt nur. Das ist nicht gefährlich, wisst ihr auch, aber 9 Volt. Ah, es piekst ein bisschen. Dann löte ich den 74 Kilo Ohm ein. Und die heißt natürlich der Bausatz nervt mich. Das ist ein komisches Gepiepse. Ein Summen. Absichtliche Verarsche, Herr Johann. Noch eine Diode. Thank you.
ist nicht schlecht, finde ich gut. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt habe ich es gelöst, seht ihr. Jetzt ist kein Kontakt hier mehr. Aber. Bedienen. Mach hier noch Ete bedient und weg. Ah, diese Dinge spitzen. Und dann die Diode nicht vergessen. Diode. Und der Transistor. Deswegen fiebt es das Ding. Vögel ist wimmelnd voller Vögel. Vierzehn Minuten schon. Ich mach mal Stopp. Den Sommer.
Pila. Pizza-Summer. Dann kommt noch der BD. Der Mikrocontroller und die LED, die LED. Ecke. Okay, der BD78C ist da, dann siehst du es einbaut. Alles abdrücken, zwick und zwick und ab eingebaut ist er. Jetzt kann man mal hier. Wie eins. Lass das Ding bereiten. Jetzt wäre es, sehe ich jetzt gehen. Und jetzt habe ich es zurück, die Augen. Oder? Linke Bändchen.
Das ist das so. Einmal Minuten schon. Glaube ich, haben wir schon 30 Minuten aufnehmen. Diesmal mache ich Schluss. Jetzt noch die Elitieren einlöten und das letzte. Ende des Videos ist bald. Jetzt tue ich noch das einlöten. Das auf das. IC, wichtigste Baute. Shit. Welcher Vollhirn ist das? Das ist das Ding umgekippt. Sorry, wie der Fehler. Hab auch mehr Schocken voll. Weiß nicht mehr, wie links und rechts ist. Und? Ja, ich habe den nicht. Die ein bisschen zu eng. Susi! Ja. Sorry für die Unehrlichkeiten. Der Willen wird stärker. Oder es gibt eine Erdbeben. Nein, habe ich nicht. Vielleicht geh ins Wohnzimmer, da ist eine Schere. Bitte. Susi mit Katz. Ist fertig, das Modul. Ende des Videos. Danke für meine Zuschauer.